Oh. Schaufeln. Noch könnten wir. Machen wir uns eine Schaufel. Und noch eine Ladung Zäune auf jeden Fall. Ach, die Sticks habe ich alle verblasen. Gut. Zack. Neue Sticks. Hier machen wir direkt wieder Zäune draus. So. Eine Schaufel, wie gesagt. So. Haben wir denn den Bogen her? Den hat uns zwar wieder irgendeiner gedroppt. Dass die uns immer ihren Mist droppen. Können die uns nicht mal einen neuen Bogen droppen? Das wäre doch mal was. Ja, das wäre doch mal eine willkommene Abwechslung. So. Ach, den Weizen können wir hier behalten. Äpfel? Wo sind denn unsere Äpfel alle? Wir haben doch mehr davon. Das weiß ich doch. So, und jetzt stecken wir auch mal ein paar Pfeile ein. Da sind die Äpfel. Okay. Also witzig, wie wenig Redstone wir haben. Ich meine, wir brauchen es ja noch nicht. Obwohl wir an und für sich jetzt so anfangen könnten mit Dispensern. Das müsste an und für sich schon ein bisschen klappen. Aber normalerweise und noch zu dieser Zeit, die wir jetzt hier haben, was ja so ein Mittelding zwischen fortgeschritten ist und nicht. Muss ich wieder die besagten Feinarbeiten nochmal machen? Das geht mich doch schon wieder hier. Hat man doch eigentlich mehr Redstone als das, was wir da haben. So. Zimmer. Kühe. Hellblaue Kühe ist der aktuelle. Den anderen machen wir weg. Warum? Ach so. Move den da weg. Den Baum da können wir auch noch wegtun. So, würde ich nämlich sagen, weitern wir das noch ein bisschen. Machen uns hier noch einen Platz. Und ich habe gerade wieder einen ganz bösen Hutzweif. Reicht uns das erstmal? Was meint ihr? Schwupp. Da müssen wir mal gucken. Ein, zwei, drei. So. Theoretisch könnten da jetzt nichts drüber. Gucken. Ja, das müsste ein und für sich fürs erste groß genug sein. Ne? Also. Zack, zack, zack. Hopsala. Haben wir auch tatsächlich ein paar Zäune zu viel. Ne? Oh, gucken wir noch hier. Machen wir auch direkt was Licht hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, eins, zwei, drei. Machen wir da noch ein Gatter hin? Da könnten wir ja ein Gatter hin machen. Ne? Ja, machen wir auch. Da ein Gatter hin. Und so machen wir uns mal noch zwei Gatter. Warum ist die Kuh da hinten draußen? Ach, die hatten wir nicht mit rein. Wir hatten ja Eile, ne? Ja, so kriegen wir natürlich nur noch ein Gatter. So. So. Nein.
Ich bin so dämlich manchmal. Wir brauchen ja auch Holzblöcke dafür, ne? Neuer Versuch. Eins, zwei müssten reichen, denke ich mal. Ja, klar, reichen die. Dann machen wir nämlich hier ein, was war da, Licht. Eins, zwei, drei, da Licht. Da Licht, da drauf, nicht davor. Hier ein Gatter hin. Licht. Oh, wo haben wir denn hier die ungefähre Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ach, schön, was ein Zufall. 1, 2, 3, 4, 5. Weg. Gatter. Licht. Hinein. Ich will immer noch links klicken, wenn ich da reingehe. Das geht doch gar nicht mehr. Obwohl ich das, diese Änderung sehr gut finde. Ups. Ein Loch in die Landschaft wollten wir nicht hauen, ne? Die Axt ist doch. Doch, die Axt ist auch verzaubert. Ja, okay. Ich wollte sagen, die Axt ist doch gar nicht verzaubert. Aber es ist ja doch. So. Das Gatter. Wo ist es hin? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Ja, Mu, du bist im Weg. Fünf. Geh mal weg. Nein. Von wegen, ne? Hast du dir so gedacht? Könnt ihr schon wieder? Ja, oh, gib Nachschub. Sehr schön. Ja, Schäfchen, soll ich euch mit da reintupfen? Hm? Eigentlich nicht, ne? Wir haben genug Schafe. Aber wie kriege ich die jetzt ohne Töten da raus? Gar nicht. So. Wo ist denn die andere Kuh? Die hätte ich dann noch gerne. Komm. Hallo. Ja, Mu, genau. Komm. Kuh. Kuh, Kuh. Kuh, Kuh. Mu, Kuh. Ja, Mu. Ja, für dich haben wir noch nichts. Dann müssen wir mal warten, bis die anderen groß sind. Nein, 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 nein. Ja. Dass ich auch nicht auf die Idee komme, den Weizen wieder aus der Hand zu legen. So. Ah, dann ist ja jetzt unser Leder doch noch gesichert. Ja, wunderbar. Da war mir Minecraft wieder abgeschmiert. Naja. Also, ich muss mich da echt mal schlau machen, was das sein könnte. Und was mir gerade aufgefallen ist, ich hatte gar keine Musik angemacht. Ganz schlecht, ganz schlecht. Müssen wir natürlich ändern. So. Super. Ich hoffe, ich hatte genug gequatscht, um das zu kompensieren, dass die Musik nicht da war. Oh, es war aber anscheinend alles gespeichert hier. Okay. Können wir die füttern? Nein, können wir nicht. Schade. Na gut. Ja, das Gatter ist soweit fertig. Wir haben noch Zäune übrig. Was machen wir denn dann jetzt? Ich könnte hier noch ein bisschen mehr Platz drumherum machen, ne? Weil auch wenn hier eigentlich nichts passieren dürfte, dass da nichts drüber hüpft, ist mir das doch ein Hauch zu eng. Machen wir hier noch zweite Ladung. Können wir sicher sein, dass die nicht davon da oben
über den Zaun drüber springen. Irgendwelche Viecher, die wir da nicht drin haben wollen. Gut. Ja, was sollen wir jetzt tun? Das ist jetzt eine gute Frage. Wir könnten ja mal gucken, ob wir die anderen Kühe noch hier finden. Dann sind wir allerdings schon wieder in einer Höhle, was ja noch gar nicht so lange her ist. Ne? Wie sieht das denn so spitze? Ja, die hat... Ja, könnten wir vielleicht sogar machen. Müssen es ja nicht übertreiben. Die letzte Höhlenrunde war ja auch nicht übertrieben. So. Können ja mal gucken. Ja, hier waren wir irgendwo... nein. Okay, die Ranken gehen also weg, wenn man eine Fackel setzt. Das kannte ich auch noch nicht. Da ist ein Schwein. Warum bist du keine Kuh? dich will ich nicht. Na gut, hat uns ein bisschen Kohle abgebaut und interessanterweise haben wir sogar XP dafür gekriegt. Ich dachte, da wäre jetzt der nächste gekommen. Kohle haben wir ja festgestellt, dadurch, dass wir da jetzt so viele Öfen haben, ist die Menge an Kohle, die wir hatten oder haben, sie ist ja noch nicht weg, gar nicht so viel. Ne? Also nehmen wir dann doch mal was mit. Ja, ihr merkt schon, ich brauche eine Ausrede zum Kohle sammeln. Ne? Ja, aber wie ich schon sagte in einer der letzten Folgen, man kriegt ja mittlerweile auch richtig fett XP dadurch. Also, es ist schon fast dumm, Kohle liegen zu lassen, egal wie viel man hat. Und von daher, ich sag nichts zu der Nacht. Von daher, naja, ich werde halt trotzdem noch versuchen, nicht ganz so viel mitzunehmen, wie ich das sonst mache, aber ich nehme halt welche mit. Und es geht ja auch nicht unter. Es ist ja nicht so, dass man Kohle nicht braucht. Man braucht ja wirklich verdammt viel. So. Der war's. Und ich glaube, ich hatte ihn schon mal erwähnt. Davids Minecraft Journey oder Davids MC Journey. Der, ich meine, ich hätte ihn schon mal erwähnt, aber ist auch egal, geht nicht darum, dass ich ihn erwähne. Der hat es so tatsächlich geschafft, und der hat wirklich viele Rohstoffe, dass er mittlerweile mit Blaze Rods seine Öfen beheizt, weil er einen Kohlemangel hat. Er hat allerdings eine Blaze Rod Farm und ja, dann macht er das damit. Ich weiß gar nicht, ob die eine höhere Effizienz haben. Keine Ahnung, es funktioniert auf jeden Fall wunderbar. Der hat da die Blaze Rods in seinen Öfen drin und ist damit am Schmelzen und am Backen. Also, auch nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Müsste ich mal... Ist auch was, wo ich mich eigentlich mal informieren wollte, ob die vielleicht sogar besser brennen als Kohle. So à la Lava, nur nicht ganz so extrem. Wäre dann ja vielleicht sogar eine interessante Sache. Wenn man mit einem so einem Blaze Rod, sag ich mal, weiß ich nicht, einen ganzen Stack vielleicht backen könnte, von weiß der Geier was, das wäre natürlich super. Aber ich bin auch nicht der Typ, ich glaube nicht, dass ich eine Blaze Farm mache. Das ist mir dann doch etwas zu aufwendig, was die Pistons und sowas anbetrifft. Von daher, naja. Ach, wir können ja von hier aus... Ja, hier war das, ne? Hier kamen wir rein. Könnten wir uns ja mal einen schnelleren Weg zu unseren Kühen bauen. Weil von hier aus kommen wir so in unsere Höhle.
Jawohl. Nehmen wir nämlich schon wieder direkt mal Weizen mit. Wollte gerade sagen, und kriegen keine Samen dafür. Hätte ich mich aber, naja, aufgeregt nicht. Man hat ja im Normalfall jede Menge, aber wir hätten sie halt hinten holen müssen. Das könnten wir auch mal machen, dass wir hier eine Kiste machen, wo wir die Samen reinlegen. Das wäre vielleicht auch nicht so falsch. Nur wo stellen wir die hin? Das ist eine gute Frage, ne? Nächste Frage, weitermachen. Und Kürbisse haben wir auch schon mehr als genug. Bräuchte man eigentlich gar nicht ernten. So, dann tun wir den da mal zum. Ja, man kann Holz, kann das Holz mischen. Sieht man das von da hinten? Ich glaube nicht. Also können wir hier ruhig die Kohle mal aus der Wand klöppeln. Und dann stellen wir auch hier die Kiste mal hin. Muss ja nicht so bleiben. Weil das ist jetzt wirklich alles andere als schick. So. Könnten wir auch hier reintun, falls wir hier noch mal brauchen. Ist ja nicht so, als wären wir hier fertig. Wie könnten wir das denn jetzt hier hinten mal machen? Ich will nämlich natürlich nicht, dass mir hier großartig Mops reinkommen. Das würde mir nicht so gefallen. Aber die werden wohl, na, die fallen dann da runter und gehen hier wieder hoch. Das ist natürlich. Da wollten wir auch mal gucken, ne? Sollen wir das mal machen? Oh, das hört sich an, als wäre der Kollege da. Ja, er ist da. Mist.